Heute zeige ich dir 6 Tipps, die du unbedingt wissen solltest, wenn du dir einen EQL konfigurierst. Viel Spaß dabei. Hallo und herzlich willkommen bei Mein Anders TV. Heute machen wir was ganz Besonderes, denn der EQL steht hier in den Startlöchern und dementsprechend wollen wir euch schon mal jetzt eine Möglichkeit geben, dass ihr genau wisst, wie der EQL zu konfigurieren ist. Und da der Konfigurator meiner Meinung nach nicht ganz perfekt ist, da gibt es so ein paar Informationen, die man eigentlich wissen muss, bevor man sich das Ganze konfiguriert oder während man sich den Sachen konfiguriert. Und da möchte ich euch einfach unterstützen und ich habe so 6 Tipps, die sicherlich sehr, sehr interessant sind und die möchte ich euch natürlich nicht vorenthalten. Und dementsprechend würde ich schon mal direkt starten und starte mit dem ersten Tipp und zwar der Serienausstattung. Der EQL hat eine wahnsinnig gute Serienausstattung und da ist wirklich eine ganze Menge enthalten, was man sonst vielleicht von anderen Fahrzeugen so nicht kennt. Deswegen würde ich auch mal darauf eingehen, was wir hier schon alles mit an Bord haben. Und zwar, in Serie ist er mit der Line Progressive ausgestattet. Also vorher gab es ja quasi keine Line, dann gab es die Line Style und dann die Line Progressive und dann gab es noch die Line AMG. Hier ist es so, dass der EQA schon mit der Line Progressive in Serie ausgestattet ist. Das heißt, er hat 18 Zoll Leichtmetallräder, er hat die Komfortsitze mit an Bord, er hat das Multifunktionslenkrad in Leder und natürlich auch schon eine sehr wertige Optik im Ganzen. Des Weiteren haben wir eine 4-Wege Lordosenstütze mit an Bord, also auch das dient zum Sitzkomfort. Dementsprechend ist auch gleichzeitig das Sitzkomfortpaket schon mit enthalten. Als nächstes haben wir natürlich auch sogar mit an Bord schon ein Navigationssystem in Serie. Also das MBUX-System inklusive Navigationssystem ist in Serie vorhanden. Also auch Hey Mercedes-Sprachsteuerung ist schon kostenlos, aber schon in der Serie mit dabei. Des Weiteren haben wir den aktiven Spurhalteassistenten, wir haben einen aktiven Bremsassistenten, wir haben den Attention Assist, also den Müdigkeitsassistenten. Wir haben sogar eine Rückfahrkamera serienmäßig mit dabei. Den Scheibenwischer und Regensensor ist klar. Des Weiteren haben wir ein digitales Radio mit an Bord, was ja mittlerweile auch Pflicht ist. Zudem gibt es noch die LED High Performance Scheinwerfer in Serie mit adaptiven Fernlichtassistenten. Und sogar die ambiente Beleuchtung, die natürlich vorher auch sonst kostenpflichtig war. Und ganz wichtig, die Easy-Pack-Heckklappe, also eine elektrische Heckklappe, ist auch schon serienmäßig mit an Bord. Da sind noch viele, viele kleine Dinge mit dabei, die ich jetzt so nicht so ganz als wichtig erachte, weil ich das finde, das ist schon eigentlich Standard bei Mercedes. Wir haben ganz, ganz viele Sachen, wo wir vielleicht schon gar nicht mehr drüber sprechen, weil wir das als selbstverständlich ansehen. Aber das sind einfach wichtige Punkte, die man wissen muss, weil man die vielleicht sogar schon bei der Konfiguration sucht, aber es ist tatsächlich alles schon in Serie und das bekommt ihr, wenn ihr das kostenlose Paket erweiterte Serienausstattung anklicken würdet. Dazu gibt es auch noch den Punkt Remote and Charging Service Plus, auch serienmäßig mit dabei. Da gibt es auch noch 3 verschiedene Pakete und die schauen wir uns aber gleich nochmal an. Vorher habe ich aber noch einen wichtigen Punkt für euch und dazu kommen wir jetzt. Tipp 2 wäre an meiner Stelle die Förderung, die natürlich auch sehr, sehr wichtig ist, denn wir bekommen hier insgesamt 9.000 Euro Prämie, beziehungsweise, ich sag mal nicht Nachlass, aber Preisvorteil im Gegensatz zu einem Verbrenner, denn der Staat hat ja die Innovationsprämie freigegeben, beziehungsweise die Umweltprämie und da ist es so, alle Fahrzeuge, die unter einem Netto-Listenpreis von 40.000 Euro liegen, bekommen 6.000 Euro Prämie vom Staat. Des Weiteren gibt Daimler 3.000 Euro obendrauf. Dementsprechend hätten wir insgesamt eine Förderung von 9.000 Euro. Die 6.000 Euro vom Staat würden also quasi erst vom Kunden vorgestreckt werden. Und diese kann man dann quasi über den Antrag nachher sich vom Bundesamt für Umwelt und Ausfuhr wieder zurückholen. Und dieser wird dann ganz automatisch nach der Antragstellung erstattet. Wichtig dazu zu wissen, wenn man das Fahrzeug leasen möchte, dann gilt diese Förderung erst ab 24 Monaten. Das heißt, der Staat hat einfach eine neue Richtlinie vorgesehen, dass man quasi nicht für 6 Monate auch leasen kann und dann die volle Förderprämie in Anspruch nehmen kann. Also die volle Prämie gibt es erst ab 24 Monaten. Ansonsten ist es natürlich etwas geringer. Wie gesagt, wir können es eh nicht ändern. Der Staat hat es vorgegeben. Also ab 24 Monaten gibt es die volle Prämie in Höhe von 9.000 Euro. Der dritte Tipp geht an unsere Dienstwagenfahrer unter uns und da ist es ja mal ganz wichtig, die Versteuerung ein ganz großes Thema. Das heißt, man versucht manchmal den Listenpreis geringer zu halten, damit man nicht so hoch versteuern muss. Aber bei den Elektrofahrzeugen ist es ja so, dass man eine geringere Versteuerung bekommt. Und da ist es so, wenn wir jetzt unseren EQA bis maximal 60.000 Euro Bruttolistenpreis ausstatten würden, dann haben wir eine Versteuerung von 0,25%. Wenn wir aber
einen Bruttolistenpreis von über 60.000 Euro haben, dann geht die Versteuerung auf 0,5% hoch. Das heißt also für euch ganz wichtig zu wissen, wenn ihr möglichst günstig euren Dienstwagen fahren möchtet, dann sollte man vielleicht darüber nachdenken, ob man unter 60.000 Euro Bruttolistenpreis bleibt. Und dazu muss ich sagen, man bekommt schon wahnsinnig viel für 60.000 Euro, denn allein schon die Serienausstattung ist ja schon sehr gut und sehr üppig. Also sicherlich möglich, einen sehr, sehr schönen EQA mit guter Ausstattung für unter 60.000 Euro auszustatten. Also ganz wichtig, 0,25% unter 60.000 Euro Bruttolistenpreis, 0,5% über 60.000 Euro Listenpreis. Da bitte drauf achten. Der vierte Punkt ist das Ladesystem, denn auch dort ist es so, dass das Ladesystem sehr dürftig im Konfigurator, im Online-Konfigurator beschrieben ist. Denn da steht eigentlich nur, ich glaube, irgendwas mit AC-Laden. Tatsächlich ist das Fahrzeug aber auch serienmäßig natürlich mit einem DC-Lader ausgestattet. Das heißt, wir können über Wechselstrom, also über AC, maximal mit 11 kW laden. Und mit dem DC-Lader, also über Gleichstrom, könnten wir mit bis zu 100 kW laden. Das heißt, wenn wir an der Schnellladesäule sind und die auch natürlich diese Leistung zur Verfügung stellt, dann hätten wir eine Ladezeit von 30 Minuten, wenn wir von 10-80% aufladen würden. Also auch da kommt man wirklich auch schnell voran. Die Infrastruktur ist mittlerweile schon ganz gut an den Autobahnen ausgebaut, sodass man da wirklich eigentlich fast immer einen Schnelllader findet und dementsprechend auch immer kurzfristig laden kann. Und das ist natürlich auch, wie gesagt, in Serie vorhanden. Wie gesagt, ich sage es einfach nur, weil es im Konfigurator nicht ganz so gut beschrieben ist. Also 11 kW AC laden bis zu 100 kW DC laden. Der fünfte Tipp ist die neue Paketstruktur bei der Konfiguration. Wir haben hier verschiedene Pakete, die wir auswählen können, wo quasi schon eigentlich fast alles mit drin ist, wenn wir das größte Paket nehmen. Und ganz wichtig, man kann da tatsächlich über 20% mit sparen. Denn wenn wir jetzt die Ausstattung einzeln anwählen würden, wäre das natürlich wesentlich teurer, als wenn wir hier eines der Pakete wählen würden. Zum einen gibt es das Advanced-Paket. Da ist schon einiges drin enthalten. Das nächste wäre das Advanced-Plus-Paket und das höchste Paket wäre das Premium-Paket. Beim Advanced-Paket sind wir bei fast 20% Ersparnis, also zum normalen Preis, wenn wir jetzt die Ausstattung einzeln anwählen würden, würden wir ungefähr 17% mehr zahlen, als wenn wir das Paket anwählen würden. Zudem ist es auch so, wir haben eigentlich wenig Möglichkeiten, das Ganze ohne das Paket auszustatten. Des Weiteren gibt es das Advanced Plus Paket. Dort sparen wir über 20% und das Gleiche ist auch beim Premium Paket so, wo quasi fast alles drin ist. Auch dort sparen wir über 20%. Das heißt, wer Wert auf viel Ausstattung legt, der sollte sich auf jeden Fall die Pakete genauer anschauen und alles, was da drin ist, habe ich auch schon in unserer Konfigurationsberatung erklärt, denn wenn ihr wirklich so einen EQA auch zulegen möchtet und dabei seid, ihn zu konfigurieren, habe ich für euch eine komplette Konfigurationsberatung bereitgestellt und die findet ihr unten in der Beschreibung oder vielleicht auch sogar hier oben im oberen Bildschirmbereich. Dort könnt ihr also mit mir zusammen den EQA gemeinsam konfigurieren und da erfahrt ihr wirklich alles. Also was ist in welchem Paket, was ist welche Ausstattung, was macht welche Ausstattung und vielleicht auch sogar, dass du für dich weißt, was ist die richtige Ausstattung für dich. Kommen wir also nun zu Tipp Nummer 6 und jetzt muss ich doch einen kleinen Einblick in die Pakete geben, denn das ist für mich, finde ich, ein wahnsinnig wichtiges Thema, was oftmals so ein bisschen beiseite geschoben wird oder einfach als nicht wichtig anerkannt wird. Und zwar sind das die Remote and Charging Services. Mercedes bietet also einen Ladedienst mit an, den wir quasi in Serie schon dabei haben. Und zwar nennt er sich Remote and Charging Service Plus. Da habt ihr also quasi ein Jahr Mercedes Me Charge inbegriffen. Wenn ihr wissen wollt, was Mercedes Me Charge ist, dann schaut auch gerne das Video von uns an. Wir haben natürlich auch schon zu Mercedes Me Charge ein Video gemacht. Kleinen kurzen Einblick gebe ich, ist also quasi ein Ladenetzwerk, was von Daimler zur Verfügung gestellt wird. Und da können wir ganz einfach die Ladesäulen mit bezahlen, übers Fahrzeug bezahlen oder halt über die RFID-Karte, die wir dazu bekommen. Oder aber auch über die Mercedes Me App. Von diesen Remote Charging Services gibt es drei Pakete mit verschiedenen Preisen. Also einmal das Remote and Charging Service Plus ist in Serie enthalten. Da haben wir, wie gesagt, ein Jahr Mercedes Me Charge mit inbegriffen. Dann gibt es das Remote and Charging Services Premium Paket. Dort haben wir
ein Jahr Mercedes Me Charge angegriffen und zusätzlich noch ein Jahr Ionity vergünstigtes Laden. Heißt also, an einer Ionity-Ladesäule würde normalerweise die Kilowattstunde, ich glaube, 79 Cent kosten oder 89, ich glaube 79. Und mit dem vergünstigten Laden, was hier ein Jahr kostenlos inklusive ist, bekommen wir die Kilowattstunde an der Ionity-Ladesäule für 29 Cent, also quasi zum gleichen Tarif, wie wir den Strom auch zu Hause bezahlen würden. Und das, finde ich, ist einfach ein wahnsinniger Mehrwert. Wenn wir Ionity-Ladesäulen zur Verfügung stehen haben, können wir dort ganz ohne Gedanken günstig tanken oder zum Normalpreis tanken. Und dementsprechend finde ich das ein sehr wichtiges Paket. Also Remote and Charging Services Premium, ein Jahr Mercedes Me Charge, ein Jahr Ionity vergünstigtes Laden. Dann gibt es noch ein weiteres Paket und das ist Remote und erweiterte Charging Services Premium. Das heißt nochmal ein Punkt obendrauf. Dort haben wir 3 Jahre Mercedes Me inbegriffen und ein Jahr vergünstigtes Laden an Ionity-Ladesäulen. Also da ganz wichtig darauf achten, übrigens das größte Paket, also Remote und erweiterte Charging Services Premium, sind auch im Business-Paket EQ enthalten und noch viele weitere Dinge, die erfahrt ihr aber direkt in unserer Konfigurationsberatung. Also, solltet ihr bei sein, euer Fahrzeug zu konfigurieren, schaut gerne auf unserer Seite www.meinanders.tv vorbei, denn dort findet ihr die komplette Konfigurationsberatung zum neuen Mercedes EQA. Ich wünsche euch viel Spaß beim Konfigurieren eures neuen EQAs und wie gesagt, wenn ihr dazu Fragen habt, schaut auf unsere Seite vorbei, guckt euch die Konfigurationsberatung an und dann solltet ihr fit sein, um das Fahrzeug ganz entspannt ohne Stress zu konfigurieren. Bis dahin wünsche ich euch viel Spaß beim Schauen unserer Videos. Wenn ihr noch mehr Infos wollt, abonniert auf jeden Fall unseren Kanal, denn sobald der EQA hier bei uns angekommen ist, stellen wir den natürlich sofort direkt für euch vor und testen ihn auf Herz und Nieren. Also bleibt gespannt. Wir sehen uns im nächsten Video wieder. Euer Joschka Gossel vom Autohaus Anders & Tester.